Softwareentwickler, findet ihr den Fehler? Ja, natürlich schaut die Seite nicht so aus. Die ist manipuliert worden. Und wie? Das erfahrt ihr in diesem Video. Also was wir uns jetzt ansehen, sind die Entwicklerwerkzeuge, mit der wir eine beliebige Webseite einfach nett manipulieren können. Also eigentlich sind sie dazu da, um das Leben des Entwicklers ein bisschen einfacher zu machen, vor allem wenn es darum geht, Fehler zu finden in HTML-Code, CSS, JavaScript etc. Die Entwickler-Tools finden wir mit dem Shortcut F12 oder rechts oben hinter dem Menü mit den drei Punkten Weitere Tools, Entwickler-Tools. Und hier sehen Sie schon. Also es öffnet sich dann dieser Bereich und die existieren natürlich in jedem modernen Browser. Natürlich auf allem, was auf Chrome basiert, also der Chrome selbst, der Chromium, der Brave, der Safari, der Edge, etc., etc., etc. Aber natürlich gibt es auch im Firefox. Gut, was wir hier haben bei diesen Entwicklertools ist als erstes hier diesen Select-Element. Also standardmäßig öffnet sich die Konsole, unter Elements finden wir jetzt den aktuellen HTML Source Code. Das ist der Source Code, wie er jetzt, also wie der die Seite gerade jetzt beschreibt. Also wenn Sachen mit JavaScript geändert worden sind auf der Seite, dann sehen wir das hier auch. Genau so. Also dieser Source Code ist die Darstellung der aktuellen Webseite. Würden wir auf der Webseite rechte Maustasten Seitenquelltext anzeigen gehen, dann sehen wir den Original-Quelltext, wie er vom Server geladen wurde. Also nicht wie er jetzt dargestellt wird, sondern wie er vom Server geladen wurde. Und hier sehen wir, wie gesagt, den aktuellen. Das heißt, Seitenmanipulation der Bösewichte würden wir hier nicht finden. Ja, das ist nicht da. Hier jedoch sehr wohl. Gut, und wir können hier mit dem ersten Pfeilchen gleich mal auswählen. Diesen Bereich, der gefällt uns nicht mehr. Ja, hier, wenn ich drüber fahre mit der Maus, dann sehe ich auch links, wie das Element selektiert wird. Okay, ich will nicht nur das, ich will den ganzen Block haben, idealerweise diesen ganzen Bereich. Oder gleich die 1 auch noch dazu, diesen ganzen Bereich. Oder diesen, nein, nur diesen einen Eintrag. Rechte Maustaste, jetzt kann ich Attribute hinzufügen etc. oder das Element löschen. Und schwuppdiwupp ist es auch schon weg. Ja, natürlich nicht vom Server gelöscht, sondern nur hier in der Darstellung. Das heißt auch, dass ich natürlich, wenn ich die Seite neu lade hier, den Originaleintrag wieder habe, so wie die Seite eigentlich aussieht. Ja, die ist nicht am Server, das ist nur für mich zur Ansicht. Was ich auch sehe, ist, wenn ich zum Beispiel hier auf die Headline klicke, hier die angewendeten CSS-Styles und welche nicht angewendet werden, weil sie woanders überschrieben worden sind. Und hier kann ich auch diesen einen Element einen eigenen Style geben. Ich kann sagen, okay, Color, Green, schwuppdiwupp ist es auch schon grün. Ich sehe aber hier auch, okay, wenn ich die Maus über diesen Selektor bewege, CSS-Selektor, welche Elemente werden denn hier alle selektiert? Und wenn ich hier mache, okay, ich hätte gerne Doppelklick, Color, Red, dann werden auch alle Elemente rot, bis auf das eine, das ich hier grün eingefärbt habe. Und warum? Das erfahrt ihr im CSS-Video. Okay, aber hier können wir HTML manipulieren, einfach hinklicken. Ich sage, okay, hier sind angenommen nicht 4 Videos, sondern einfach ja, rechte Maustasten, Edit HTML, 400 Videos. Na, so, rausgeklickt und schon sind es 400 Videos. Also, wenn ihr einen netten Screenshot machen wollt, so könnt ihr ihn hintrimmen, wie ihr gerne hättet. Ja, das ist natürlich nicht alles, was die Entwicklerkonsolen können, aber die anderen Sachen, die ganz spannend sind, die sehen wir uns dann in einem anderen Video an. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.